Du, sag mal, in einer Minute fängt jetzt der Bericht an. Ja. Ja, ich freue mich. Für dich. Finde ich auch, genau. Das ist so eine leichte Neigung, ist ganz schön. Ich kann auch noch einen Tick näher kommen. So ist okay. Adolf Eichmann, ein Hörprozess. Ein dokumentarisches Hörspiel von Noam Brusilowski und Ofa Waldmann. Im Mai 1960 wurde Adolf Eichmann, einer der Hauptdrahtzieher des Holocaust, der systematischen Ermordung der europäischen Juden, in seinem Versteck im argentinischen Buenos Aires ergriffen und nach Israel gebracht, wo er vor Gericht gestellt wurde. Zwischen 1939 und 1945 hatte SS-Obersturmbannführer Eichmann das sogenannte Judenreferat im Reichssicherheitshauptamt geleitet. Von seinem Berliner Büro aus hatte er die Deportation der Jüdinnen und Juden aus allen von Nazi-Deutschland besetzten Ländern in die Ghettos, in die Konzentrations- und Vernichtungslager geleitet, wie auch andere Maßnahmen, die zur sogenannten Endlösung der Judenfrage gehörten. Nach dem Krieg tauchte Eichmann zuerst für 5 Jahre in Deutschland unter. Danach setzte er sich nach Argentinien ab, wo er sich unter dem Namen Ricardo Clement niederließ und seine Familie zu sich nachholte. Die westdeutschen Behörden hatten Indizien darüber, wo sich Eichmann aufhielt, haben sie aber nicht weiter verfolgt. Schließlich erreichten diese Indizien den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad. So wurde Eichmann im Mai 1960 von einem israelischen Kommando in Argentinien aufgegriffen und heimlich nach Israel gebracht. Im April 1961 wurde er in Jerusalem vor Gericht gestellt und des Verbrechens gegen das jüdische Volk und gegen die Menschheit beschuldigt. Die Anklage führte Generalstaatsanwalt Gideon Hausner, die Verteidigung übernahm der Kölner Anwalt Dr. Robert Servatius. Das israelische Gesetz sieht für Nazi-Verbrecher und ihre Helfer die Todesstrafe vor. Mit Eichmanns Verurteilung wurde sie zum ersten und einzigen Mal angewendet. Meine Kollegen und ich haben den Eichmann-Prozess im öffentlich-rechtlichen Radiosender Kol Israel, die Stimme Israels, in jedes Haus übertragen. Eine Live-Sendung. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Holocaust in Israel wie ein schwarzer Schatten, zwar allgegenwärtig, jedoch häufig vom Schweigen der Überlebenden umhüllt. Nun saß das ganze Volk 9 Monate lang gebannt vor den Radioempfängern. Mit den ersten Klängen von Kol Israels Eröffnungsmusik, es war The Typewriter von Leroy Anderson, verstummten die Gespräche. Und danach, zum ersten Mal, von Dutzenden Zeuginnen und Zeugen erzählt, wurden die Menschen in Israel die alltäglichen Einzelheiten des Schreckens des Holocaust gewahr. Wir essen in 5 Minuten. Heute Mittag, wenige Minuten vor der Eröffnung der Parlamentssitzung, wurde bekannt, dass der Ministerpräsident eine höchst wichtige Erklärung abzugeben gedenkt. Laila Dela Knesset, Klifneis Manma, Nidgala Al-Yedei Sherutei Habitochon Ha-Israelim. Damals habe ich die Nachrichtenabteilung von Kol Israel geleitet. Da rief mich Yitzhak Navon, der persönliche Sekretär des Ministerpräsidenten Ben-Gurion, an. Das war am 23. Mai 1960. Er habe da etwas zu übermitteln, es sei aber nicht fürs Telefon. Ich kam dann ins Büro des Ministerpräsidenten. Wir gingen auf den Flur, setzten uns auf eine Bank und er erzählte mir im Vertrauen, dass die israelischen Sicherheitsdienste Adolf Eichmann in Gewahrsam genommen hätten. Um 16 Uhr verlas der Ministerpräsident seine Mitteilung im Parlament. Zur gleichen Zeit traf sie in den Studios von Kol Israel ein. Eine Stunde später, in den 17 Uhr Nachrichten, erreichte die überwältigende Nachricht die Öffentlichkeit und verbreitete sich blitzartig. Die Bürger füllten die Straßen, schnappten die Sonderausgaben der Abendzeitungen und während der ganzen Woche konnte man keinem Gespräch beiwohnen, zu Hause, auf der Straße, im Café, ohne dass der Name Eichmann fiel.
ohne dass Mutmaßungen über seine Ergreifung und die ihn erwartende Strafe geäußert wurden. So wurde auf seine Ergreifung in Israel und in der Welt kurz nach der Mitteilung des Ministerpräsidenten reagiert. Weil meine gesamte Familie im Holocaust in Polen vernichtet wurde, glaube ich, dieser furchtbare Judenmörder hat damit was zu tun. Ich hoffe, er kriegt bald seine Strafe. Ich habe viel über ihn, über diesen Judenmörder Eichmann gehört, auch weil ich 1944 nach Israel kam und einiges erlebt habe in der Nazizeit. Ich glaube, er wird hier enden. Und ich glaube, ich spreche die Meinung vieler aus. Zweifelsohne verdient er ein sofortiges Todesurteil. Dieser Mensch darf nicht mal eine Minute länger leben. In der Pause der Dreharbeiten des Films Exodus, die gerade in Israel stattfinden, kam der Filmregisseur Otto Preminger zum Haareschneiden hinunter in die Lobby seines Hotels. Auf dem Barbierstuhl führten wir mit ihm ein kurzes Interview. Und da von Adolf Eichmann die Rede war, fragten wir Herrn Preminger, ob er sich nicht vorstellen könnte, diese Affäre als Grundlage eines Kinofilms zu verwenden. Preminger, der Barbier und die Schere antworten: Well, I think it's a wonderful story. I think this story is one of the greatest. I don't mean as a picture story. I think that it was possible. It's also probably a very good picture story. But as a story, I mean that a country like Israel reaches out very far and get the man who is a criminal and lived there for 15 years and brings him to justice. I think this is one of the greatest things that ever happened. Kurz vor Redaktionsschluss klingelte im Studio das Telefon. Ein Ferngespräch aus Akku. Es war die Stimme eines jungen Knaben. Ich bin 11 Jahre alt. Mein Name ist Yossi Kornblum und ich lebe in Akku. Auch meine Mutter hat unter die Nazis gelitten. Ich bitte Sie sehr, dass Sie den Leitern der Sicherheitsdienste, den Parlamentsmitgliedern und allen, die an der Ergreifung Eichmanns beteiligt waren, in meinem Namen vielen Dank ausrichten. Alle Achtung! Mit großem Vergnügen habe ich durch den Bericht von Kol Israel von der Ergreifung unseres Vernichters, des Massenmörders Adolf Eichmann, erfahren. Ich möchte dem Rundfunk zu der raschen Ausstrahlung der elektrisierenden Nachricht gratulieren. Hochachtung. Ich hätte jedoch diesbezüglich eine Bitte. Senden Sie, falls möglich, den Prozess oder Teile davon auf Kol Israel. Das wird eine kleine Rache sein. Die Ergreifung des Nazi-Verbrechers löste heftige Reaktionen weltweit aus. Mir war sofort klar, wir stehen vor einer Aufgabe historischen Ausmaßes. Noch bevor wir uns um offizielle Genehmigungen bemühten, war ich überzeugt, wir werden den Prozess live übertragen. Und in jedem Haus in Israel wird man den Prozess lauschen. Ein großes Ereignis, das Reporter aus aller Welt anzieht und sowohl im Innen- wie auch im Ausland übertragen wird. Ich konnte mir vorstellen, dass Holocaust-Überlebende die Sendung aufmerksam verfolgen. Aber ich hoffte, dass auch die Jugend sich für den Prozess interessiert, dass die Sendung ihnen einen Einblick in den Holocaust geben würde. Dazu strömen in den letzten Wochen Zuschriften aus allen Ecken des Landes in die Redaktion mit ausdrücklichen Bitten, den Eichmann-Prozess im Radio zu senden. Der öffentliche Appell ermutigte uns. Wir wandten uns an den Justizminister, an den Leiter des Presseamtes und an den polizeilichen Prozessleiter mit der Bitte, zum ersten Mal in der Geschichte Israels aus dem Gerichtssaal selbst senden zu dürfen. Ein halbes Jahr zögerten die Verantwortlichen. Durch den anhaltenden öffentlichen Druck fiel bei dem Leiter des Ministerpräsidentenbüros, Teddy Kollek, irgendwann der Groschen. Und er begriff, es wird keine Audiodokumentation des Prozesses geben. Er übte dann Druck aus, um Kol Israel die Aufnahme des Prozesses zu erlauben, um die Chance nicht zu verpassen, den Prozess für kommende Generationen festzuhalten. Kurz vor Prozessbeginn wurde dann tatsächlich die Genehmigung erteilt. Der Generalstaatsanwalt Herr Gideon Hausner beschloss, die Aufnahme des Prozesses zuzulassen. Der Verteidiger Dr. Servatius wandte sich vehement dagegen, da, wie er unterstrich, die Tatsache, dass der Prozessverlauf aufgenommen werde, einen Einfluss auf die Zeugen haben könnte, unehrliche Aussagen zu machen. Sowohl aus Furcht vor Menschen außerhalb des Gerichtssaals, die ihre Zeugenaussage verfolgen könnten, als auch aufgrund der Versuchung, vor den Augen der ganzen Welt zu schauspielern. Darauf erwiderten die Richter: Nur wo ungezwungene Öffentlichkeit herrscht, kann sich das vollzogene Recht einer kritischen Beobachtung unterstellen. Aus diesen Gründen gestatteten die Richter, den Prozessverlauf in Bild und Ton aufzunehmen.
Als ich von der Greifung Adolf Eichmanns gehört habe, war ich erschüttert. Bekannt bin ich unter meiner Familie und meinen Freunden als absolute Deutschland- und Nazi-Hasserin. Es ist ein blinder Hass, den ich nicht erklären kann. Manchmal überkommt mich dieses Gefühl und mein Bewusstsein sagt mir, ich soll Deutschland hassen, die deutsche Sprache, die Literatur und alles. Ich denke, Hass erfüllt an die Deutschen. Ich hasse Deutschland und alles, was damit zu tun hat. Bitte töten Sie Eichmann, ein 14-jähriges Mädchen aus Tsipori. Der Gerichtssaal wirkte heute fast wie verlassen. Die Tontechniker von Kol Israel überprüften zum letzten Mal das Mikrofonsystem, das morgen den Eichmann-Prozess in jedes Haus in Israel bringen wird. Mir war vollkommen klar, dass der Prozess zum Prüfstein der Presse und des Rundfunks in Israel werden würde. An uns lag es, die Geschehnisse aus dem Gerichtssaal zu Abermillionen Menschen in allen Ecken und Enden der Welt zu bringen. Das Erdgeschoss von Beit Ha'am gleicht in seiner Geschäftigkeit einem großen Bahnhof. Hunderte Journalisten sitzen neben dutzenden Schreibmaschinen und tippen auf Telegrammpapiere das, was man im Berufsjargon Hintergrundgeschichten nennt. Die Journalisten. Eigentlich hätte der Prozess im Bezirksgericht stattgefunden. Aber der Saal war zu eng, um all den Journalisten und Zuschauern, die nach Jerusalem gepilgert waren, Platz zu bieten. Deshalb war er ins Beit Ha'am verlegt worden, einen Theatersaal, der gerade fertig geworden war. Hoch über dem Saal wurden Sendekabinen installiert, die eigentlich für Konzertübertragungen gedacht waren. Alles, was dort aufgenommen wurde, wurde in die Zellen der Simultanübersetzer übertragen und ins sogenannte Drehhahnsystem im Keller des Beit Ha'am. An dieses Drehhahnsystem konnte sich jeder Radiojournalist mit seinem Aufnahmegerät anschließen und den Prozess aufnehmen, in der Originalfassung oder übersetzt. Die eine direkte Verbindung nach London, New York, Paris und Moskau herstellen. Die Techniker von Kol Israel hören im Kontrollraum dieses Stimmengemisch und sehen die letzten Bilder Adolf Eichmanns, die ins Ausland übertragen werden. This is John Lowe in Jerusalem. 39 people are scheduled to take the witness stand against Adolf Eichmann during his trial here in Jerusalem. Of these, 13 met the defendant personally during the years when he was in charge of the German program for the extermination of Europe's Jews. New York calling Tel Aviv. Hello, Tel Aviv. Hello, Tel Aviv. Hello, Tel Aviv. Yes. New York calling Tel Aviv. Um eine direkte Verbindung zwischen Beit Ha'am in Jerusalem und dem Nachrichtenzentralen weltweit zu errichten, kaufte das Postministerium zusätzliche Ausrüstung für tausende Lira. Der Leiter der Technikdienste reiste ins Ausland, um die Bereitstellung der Ausrüstung bis zum Prozessbeginn zu beschleunigen. Die Telex, Telegram und Radiokanäle haben heute ihre erste ernsthafte Prüfung bestanden. Der Leiter der Technikdienste des Kol Israel, Herr Moshe Beermann, erzählte uns: Für die Bedürfnisse der Journalisten haben wir zu den bereits bestehenden Verbindungen zum Internationalen Telegrafenamt in Tel Aviv drei direkte Verbindungen zwischen dem Gerichtssaal und London hinzugefügt. Wir haben jetzt eine 24-stündige Verbindung nach Bern über drei Kanäle statt zwei, nach London zwei Verbindungen statt einer Verbindung. Wir haben einen neuen Kanal nach Rom eröffnet, die Arbeitsstunden nach Paris und New York erweitert und wir arbeiten mit diesen Kanälen über den ganzen Tag und manchmal auch in der Nacht. Morgen werden die Journalisten die Telegrammaschinen stürmen. Dutzende Radioberichte werden in Echtzeit übertragen. Die Fernsehrollen werden mit Hubschraubern zum Flughafen gebracht, um von dort in die USA zu gelangen. Der Leiter der Technikdienste hofft, die Sonnenflecken werden die Radiowellen auf ihrem Weg nicht stören. Wir sind vom Äther abhängig, vom Radio. Und das Radio ist sprichwörtlich in den Händen des Himmels. Wir sind von der Ionosphäre abhängig, von den guten Bedingungen der Wellenausbreitung. Sie haben bestimmt schon von den düsteren Prophezeiungen gehört, und das stimmt. Wir haben von schwierigen Bedingungen gehört, die die Wellenausbreitung zwischen uns und den USA aufgrund von ionosphärischen Störungen erschweren könnten. Wir hoffen aber, dass diese düsteren Prophezeiungen nicht in Erfüllung gehen. Und wir hoffen, wir werden die Prüfung bestehen. Zum Telex. Wir taten alles, was getan werden konnte. Nun lag alles in den Händen des Himmels.
Am Dienstag, dem 11. April um 9 Uhr morgens, waren Dutzende Finger an den Aufnahme- und Sendeknöpfen und an den Schreibgeräten bereit. Ein Kraftakt. Es galt, sich den Emotionen nicht hinzugeben, sondern so exakt wie möglich und konzentriert zu bleiben. Der Angeklagte wird seine Zelle direkt aus seinem Haftort erreichen. Keiner wird ihn beim Gehen oder Kommen sehen können. In 12 Stunden wird Adolf Eichmann die Kopfhörer aufsetzen und die Anklageschrift aus dem Munde des Klägers, des Generalstaatsanwalts Herrn Gideon Hausner, ins Deutsche simultan übersetzt gespannt verfolgen. In 12 Stunden wird der Vorsitzende Richter Moshe Landau mit seinem Hammer das Signal geben und der Prozess wird eröffnet. Adolf Eichmann. Adolf Eichmann. Da geht Lola Kum. Sagen Sie ihm, er soll aufstehen. Ata Adolf, Benoschel Adolf Karl Eichmann. Sind Sie Adolf, Sohn des Adolf Karl Eichmann? Jawohl. Sie sind mit einer Anklageschrift von 15 Anklagepunkten beschuldigt. Ich werde Ihnen die Anklageschrift hebräisch vorlesen und sie wird ins Deutsche übersetzt werden. Dies ist die Anklageschrift des Generalstaatsanwaltes gegen Sie. Erster Anklagepunkt. Art der Straftat. Verbrechen gegen das jüdische Volk. Eine Straftat laut Paragraf 1a1 des Gesetzes zur Aburteilung der Nazis und ihrer Helfer. 5710, 1950 und Paragraf 23 der Strafgesetzordnung 1936. Einzelheiten der Straftat. Der Angeklagte verursachte in der Zeit von 1939 bis 1945 die Tötung von Millionen von Juden in seiner damaligen Eigenschaft als Beauftragter für die Ausführung des Naziplans zur physischen Vernichtung der Juden, der als sogenannte Endlösung der Judenfrage bekannt ist. B. Und dann, als der Prozess begann und alles nach Plan lief, verließ ich den Gerichtssaal und lief in Richtung des Senders in der Königin-Helene-Straße. Ich hörte die eingeschalteten Radioempfänger aus all den Häusern, an denen ich vorbeikam. Ab jetzt lag alles in den Händen des Justizapparats und des Generalstaatsanwalts Gideon Hausner. Es fängt an. Es fängt an. Seid ihr fertig? Kinder! Kinder! Tamar, Guy, wir haben gesagt eine halbe Stunde, bitte. Wie steht's? Für seine Leitung, er ist gleich vorbei. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges persönlich verantwortlich war. Die Bürger Israels verfolgten gestern mit größter Anspannung die Eröffnung des Prozesses gegen den Nazi-Judenmörder Adolf Eichmann. Landesweit saßen Menschen zu Hause und lauschten dem Prozessverlauf über die Sendung von Kol Israel, während andere die Sendung an ihren Arbeitsplätzen verfolgten, an öffentlichen Plätzen und an Schulen, wo zu diesem Anlass Lautsprecher installiert wurden. Die Sendung ertönte auch aus Bussen, aus Taxis, aus Cafés und auf den Straßen. Trotz der schweren Hitze, die die Stadt heimsuchte, drängten sich abertausende Einwohner Tel Avivs dicht an dicht vor Cafés, Restaurants, Kiosken und Elektronikgeschäften, die die Sendung über Lautsprecher übertrugen. Auch die Patienten in Krankenhäusern bekamen die Möglichkeit, durch das Installieren von Transistorradios an ihren Betten die Übertragung des Prozesses zu erleben. Die Stimmung rund um die Prozesseröffnung war auch auf den Straßen von Haifa deutlich zu vernehmen. Aus vielen Häusern ertönten während der Morgen- und Nachmittagsstunden die Klänge der Radios, die den Prozess aus Beit Ha'am in Jerusalem übertrugen. Viele Anwohner waren mit Transistorradios unterwegs, die sie fest an ihre Ohren hielten. In vielen landwirtschaftlichen Siedlungen brachen viele Bauern später zur Arbeit auf den Feldern auf, weil sie die Ausstrahlung des Prozesses durch Kol Israel verfolgten. Geehrte Herren, trotz all meiner Wertschätzung für Ihre Sendung aus dem Eichmann-Prozess, trotz der tiefen Bedeutung dieses Prozesses des Jahrhunderts mit all den Schrecken, die sich vor unseren Augen offenbaren, bitten wir Sie dringend, den Umfang der Direktübertragungen zu reduzieren. Nicht der Lärm wird unsere Gefühle manifestieren. Durch die Rundfunkempfänger ist dieses Land äußerst laut geworden. Unsere Kinder kommen nicht zur Ruhe.
Die Kleinen in der Grundschule können sich im Unterricht nicht mehr konzentrieren. Die Älteren sind nicht mehr in der Lage, sich auf ihre Abiturprüfungen vorzubereiten. Unser Leben und unsere Arbeit sind dank Ihnen zur Hölle geworden. Gestatten Sie mir eine Frage, die Sie nicht gestellt haben, zu beantworten. Kurz vor Eröffnung des Prozesses hatte Generalstaatsanwalt Gideon Hausner in einer internen Sitzung des Diplomatischen Informationsdienstes gesprochen. Ich muss Sie vor dem, was uns bevorsteht, warnen. Vor uns liegt ein Prozess, der fast gänzlich eine Schreckensgeschichte ist. Ohne Entlastung. Ohne einen einzigen Comic-Relief. Ohne das leiseste Lächeln. Ich kann mich keines Prozesses entsinnen. Ich kann mich keines Prozesses entsinnen, nicht mal des gravierendsten, in dem sich nicht einmal die Möglichkeit bot, ein wenig zu scherzen, um die schwere Atmosphäre aufzuhellen. Jeder, der sich ein wenig auskennt, weiß, dass nicht das Geschehene, sondern die Darstellung des Geschehenen das Wesentliche ist. Und in dieser Gelegenheit, des Volkes Israel seine Peiniger zur Rechenschaft zu ziehen, ist es äußerst wichtig, wie die Vorgänge beschrieben und wiedergegeben werden. Davon hängt ab, ob daraus eine Lehre gezogen wird. An dieser Stelle, an der ich vor Sie trete, Richter in Israel, um die Anklage gegen Adolf Eichmann zu führen, stehe ich nicht allein. Mit mir treten zu dieser Stunde 6 Millionen Kläger auf. Aber sie vermögen nicht, sich zu erheben. Sie können keinen Drohnenfinger gegen diese Glaszelle ausstrecken und gegen den, der da sitzt, ausrufen: Ich klage an. Denn ihre Asche liegt verstreut auf den Hügeln von Auschwitz, auf den Feldern Treblinkas, ausgeschüttet in Polens Flüssen. Ihre Gräber sind verteilt über alle Länder Europas. Ihr Blut schreit, aber ihre Stimme verstummt. Darum werde ich ihr Mund sein und in ihrem Namen die furchtbare Anklage erheben. Wir müssen es den Israelis so anbieten, dass sie nicht davonrennen. Ich sorge mich sehr, dass nach 2, 3, 4 Wochen der Beschallung mit all den Schreckensereignissen die Leute jenen Eskapismus spüren, den sie bisher in Bezug auf den Holocaust spüren. Und dass sie nichts weiteres werden wissen wollen. Was ihm Adolf Eichmann angetan hat. Der Arm jener Gewalt, die die Ausrottung des jüdischen Volkes anstrebte. Innerhalb des Prozessverlaufs wird es mal prickelnde, mal weniger prickelnde Teile geben. Die Prozessplanung ist so unterteilt, dass das gravierende Material nicht in einer Phase konzentriert wird. Es wird über den gesamten Prozess verteilt und einiges, was erst nach 6, 8 Wochen zur Sprache kommt, wird das Schrecklichste sein. Die Beschreibung der Vernichtungslager bringen wir erst gegen Ende. Jene Schreckensszenen barbarischen Blutdursts, die zum Sprichwort und zum Sinnbild ewigen Abscheus geworden sind, sie verblassen vor dem Grauen und Schrecken der Vernichtung, die ihnen in diesem Verfahren vorgeführt werden. In diesem Verfahren begegnen wir auch einem neuen Mördertyp. Dem Manne, der das Bluthandwerk vom Schreibtisch aus betreibt und nur selten persönlich eingreift. Aber Eichmanns Wort setzte die Vergasungszellen in Gang. Sein Telefonanruf brachte die Eisenbahnzüge in die Vernichtungslager ins Rollen.
Seine Unterschrift bedeutete das Todesurteil für Tausende, Zehntausende, Millionen. Deshalb ist er schuldig, als ob er mit eigener Hand den Todesstrang geknüpft hätte. Als ob er selbst die Peitsche geführt hätte und die Opfer in die Vergasungsanstalten getrieben hätte, sie durch Schüsse in den Nacken getötet hätte und in die vorbereiteten offenen Gräber geworfen hätte. Über den gesamten Zeitraum des Eichmann-Prozesses wird Kol Israel abends halbstündige Sendungen übertragen. Darin werden die zentralen Ereignisse jeden Verhandlungstages zusammengefasst und beschrieben. Vielleicht noch 10 Minuten. Diese Sendungen werden abends jeweils noch ein bisschen weiter, in 10 Minuten. Nachrichten übertragen. An die Leitung von Kol Israel. Ich bin eine der Holocaust-Überlebenden. Eine von zigtausenden, die glücklicherweise am Leben geblieben sind und heute in Israel leben. Mein Talent reicht nicht aus, um meine Emotionen und wahrscheinlich die von vielen anderen Überlebenden in Worten darzustellen. Und nun, da der Prozess begonnen hat, hätten wir am liebsten im Gerichtssaal gesessen und wären jedem Wort des Klägers gefolgt. Die meisten Einwohner des Landes saßen aufmerksam neben den Empfängern und folgten dem Prozessverlauf. Wenn man die Stimme hört, spürt man die Spannung und die Mühe desjenigen, der spricht. Erst dann entsteht die Identifikation, die du dieser einzigen, gerade sprechenden Person selbst aus deinem Geiste schenkst. Besinnen Sie sich auf das Gesicht Eichmanns? Ja, es war Jugendlicher und er hat keine Brille gehabt. Wenn Sie sagen Jugendlicher, Jugendlicher als wann? Als heute. Können Sie ihn hier im Gerichtshofe identifizieren? Gar keine Frage. Ja, seine Haare fehlen, die Brille ist anders. Das heißt gar keine Frage, ja oder gar keine Frage, nein. Ja. Das Zwinkern in seinen Augen und Mund habe ich schon damals beschrieben. Ja, ich sage nicht, dass ich ihn, wenn ich ihn einmal auf der Straße passiert wäre, erkannt hätte. Aber wenn ich ihn 10 Minuten im Kaffeehaus gegenüber gesessen hätte, wäre ich schon nach 5 Minuten darauf gekommen, das ist Eichmann und ich wäre. Damals gab es ja bei uns noch kein Fernsehen. Zur Zeit der Sendung sperrten die Menschen ihre Läden zu, um drinnen zu sitzen und ihr zu lauschen. Taxi- und Busfahrer hielten an den Straßenrändern an und behaupteten, zu aufgeregt zu sein, um weiterfahren zu können. Schüler sind mit Transistorradios in die Schule gegangen. Die Lehrer sahen sich gezwungen, den Schulunterricht zu unterbrechen, um ihnen das Zuhören zu ermöglichen. Sie wurden also vor ihn gebracht und erzählen Sie uns jetzt bitte, was dort geschah. Ich würde Ihnen sein Zimmer im Hotel Majestic gebracht. Das war ebenerdig, war sein Bürozimmer. War er in Uniform gekleidet? Jawohl, er war in einer eleganten Uniform eines SS-Offiziers gekleidet. Und was war bei dieser Zusammenkunft? Ich wusste, wir brauchten eine Rekonstruktion dieser nationalen und menschlichen Katastrophe. Ich kam auch wenn diese Rekonstruktion nur ein fahles Echo der eigentlichen Geschehnisse sein konnte. Die Hände in den Hüften gestemmt und schrie, ich möchte sagen, bellte mich an. Sie wissen, wer ich bin? Ich, aber die Aktion... Es übersteigt jedwede menschliche Fähigkeit, die Katastrophe so darzustellen, dass sie 6 Millionen persönliche Tragödien wiedergibt. Wir sind hunderte von Aussagen von Holocaust-Überlebenden durchgegangen, die in der Zeugenschaftsabteilung in Yad Vashem festgehalten worden sind. Nach einem ersten Auswahlprozess habe ich die Menschen interviewt, diejenigen ausgesucht, die am ausdrucksstärksten waren und schließlich die Dutzenden von Zeugen bestimmt, die vor dem Gericht erscheinen sollten. Werde für Blut, Blut für Werde. Das war sein Stimmfall damals. Dann fragte er mich eine Frage und machte dabei einen Sprachfehler, der mir bis heute im Ohr geblieben ist. Er sagte, was wollen Sie gerettet haben? Gebärfähige Frauen, erzeugungsfähige Männer, sagte nicht zeugungsfähige Männer. Kinder, Greise, reden Sie. Eichmann sagte dann, also was willst du, Ware oder Blut?
An Kol Israel, Shalom. Ich bedanke mich für die Genauigkeit der Fakten im Prozess des Nazi-Judenmorders Eichmann. Ich komme aus Marokko und bin in Israel seit 10 Jahren. In dieser Zeit habe ich gelernt, was die Nazis dem jüdischen Volk angetan haben. In Vorbereitung auf den Prozess habe ich mir extra einen tragbaren Radioempfänger gekauft, um den Prozessverlauf verfolgen zu können. Omer Yitzchak, Tel Aviv. Morgen könnten wir aber uns wieder auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen. Ich krieg dich damit. Und der dein Junge in der Schule? Ja, bitte, hören Sie. Und dann praktisch hören Sie nur mit dem Radio so. Aha. Sie sitzen da und hören die ganze Zeit das Radio. Also meine Tochter hat neulich geschrien, stundenlang. Also geweint. Ja, klar. Und also hat mich gefragt, ob uns da ja das ja wieder noch passieren kann. Es ist nicht so einfach. Auch derer, die sich mit dem schweren Schicksal befassen, der Name ein Symbol geworden war, ein trauriges Symbol. An Kol Israel, zu Händen Frau Hedwa Rotem, Öffentlichkeitsbeauftragte. Erlauben Sie mir bitte meine tiefste Wertschätzung Ihrer ausgezeichneten Sendung des Eichmann-Prozess zum Ausdruck zu bringen. Abertausende von Bürgern verfolgten die Eröffnung des historischen Prozesses und ich bin mir sicher, dass alle Ihnen dafür zutiefst danken. In unserem Land, in dem das Fernsehen keinen Einzug gehalten hat, ist das Radio das primäre Mittel, auf das sich die Menschen verlassen, um das Geschehene zu übertragen. In unserem Land sind viele Menschen zu finden, die die 7 Kreise der Hölle von Eichmann und seinen Komplizen durchschritten. Bedauerlicherweise würde ihnen aus Platzgründen der Zutritt in der Gerichtssaal verwehrt. Und wer, wenn nicht Sie, hat ein Vorrecht, die Stunde der Gerechtigkeit zu erleben? Auch Ihnen ist jedes Detail umso kostbarer, just in dem Moment, in dem die Geschichte Ihnen ihr Recht gewährt. Dvora Buschinski, Jerusalem. Die, die Kenten nicht gehen, hatten sie gezogen an Quisch. Das Blut hat gegossen von allen Seiten. Man hat rausgerissen, die Pakete belächeln und gab den Händen, ich misch in die Seite. Die Zusammenkünfte mit den Zeugen riefen ungeahnte Probleme hervor. Viele mochten bewusst nicht aussagen, weil sie die Ereignisse, die ohnehin immer wieder in den nächtlichen Albträumen erschienen, verdrängen und vergessen wollten. Es gab jedoch noch einen weiteren, tieferen Grund. Einige fürchteten, dass ihnen nicht geglaubt wird. Der Papa kommt, der Sonntag ist der Tod. Wenn sind Sie rumgekommen im Lager? Im Lager der Munke im gleichen selben Tag. An die Redaktion von Kol Israel Shalom. Es ist mein Wunsch, dass auch uns, den Landwirten, die zu der Sendezeit die Felder bestellen, die Kühe melken und füttern, was nicht zu verschieben ist, die Möglichkeit gegeben wird, der Sendung zuzuhören. So bitte ich Sie ausdrücklichst und bin sicher, den Willen Tausender auszusprechen, die Sendung des Prozessjournals auf 21 Uhr zu verschieben. Direkt vor oder nach den Abendnachrichten. Shmuel Lapid, landwirtschaftliche Siedlung Beit Sha'arim, 4. Mai 1961. Die Selbstmörder wurden noch behandelt. Es waren ganz strikte Vorschriften, in welchen Abständen sie mit Coramin gespritzt werden mussten. Und wenn sie nicht starben, sondern geheilt wurden, wurden sie dann beschleunigt deportiert. Frau Henschel, ich glaube, Sie erinnern sich einer runden Zahl von Fällen, in denen die Selbstmorde glückten zwischen Oktober 1941 und Anfang des Jahres 1942. Es waren ungefähr 1200. Und das von den Juden Berlins allein? Nur, ja. Waren das vereinzelte Fälle oder von ganzen Familien oder ganzen Wohnungen? Wie geschah das? Es war verschieden. Es gab wenige Fälle von Familien, weil doch die Menschen nicht den Mut hatten, die Kinder mitzunehmen. An die Redaktion von Kol Israel. Nicht ein- und nicht zweimal habe ich berechnet, was der deutschsprachige Anteil in dieser Sendung ist, und erreichte das traurige Ergebnis, dass dieser in den letzten Tagen fast 40-50% der Sendung ausmachte. Da die Zeit, die dieser Sendung zugeteilt ist, ohnehin knapp ist, sollte nicht an Anstrengungen gespart werden, so viel aus dem Prozess wie nur irgend möglich zu übertragen, was nur gelingen könnte, wenn weniger Deutsch und mehr Hebräisch gesprochen wird. Mit freundlichen Grüßen. Ein Zuhörer aus Jerusalem. Sie gingen in das Zimmer meines Mannes und verlangten von ihm 1000 Kamione, das sind 1000 Lastwagen.
dann verlangten sie Schmuck, ob mein Mann nicht weiß, wer Schmuck hat. Darauf sagte mein Mann, das ist ausgeschlossen, dass der Oberrabbiner von Czernowitz sagt, wo Schmuck da ist. Daraufhin nahmen sie ihn in ihre mit und gingen mit ihm davon. Seit dem Anbeginn des Prozesses wich ich nicht von dem Empfänger. Jedes dort gesprochene Wort drängte in mein Herz. Das dort Gesagte begann nun vor den eigenen Augen Gestalt anzunehmen. Nun brachen die Quellen meiner Tränen aus. Ich beweine und beklage die hunderten Mitglieder meiner Familie. Unter ihnen mein verehrter Vater, sein Andenken sei selig, der in Auschwitz geblieben ist. Nun kann ich über sie trauern. Jetzt erst erscheint alles vor mir. Und der Schmerz ist groß und unerträglich. Und doch, auch wenn unvorstellbar, spürt man irgendeine Erleichterung. Als ob ein Gewicht, das man jahrelang getragen habe, von dem Herz abfällt. Eliahu Färbstein, Bnei Brak, 24. April 1961. Du siehst, da brennt dein Tempel. Mittwoch in der Früh führten sie noch ungefähr 150 oder 160 Menschen aus dem Kulturhaus vor den Schwarzen Adler, führten von dort auch die Leute vom Keller hinaus, führten sie hinunter bis zum Brut und dort wurden sie erschossen. Ihre Sendungen des Eichmann-Prozesses sind augenöffnend. Ich glaube, man sollte die Welt an die Verbrechen der Nazis erinnern. Zu viele haben schon die Schande, die die Nazis über die Menschheit gebracht haben, vergessen. Es ist auch sehr traurig, dass in den USA Menschen mit Hakenkreuzen rumlaufen und ihren Hass in die Welt hinausschreien. Doch auch diese Handvoll wäre in der Lage, das schlafende Biest zu wecken, das von diesem verlorenen Regime noch träumt. Hochachtungsvoll, ein Hörer aus Frankreich. Juden stand die Todesstrafe. Diese Inge kam zu mir und erzählte mir, dein Mann ist heute Nacht nach Deutschland abtransportiert worden. Mein Mann wurde mit dem Schiff Monte Rosa am 20. November 1942 zusammen mit den anderen 18 jüdischen Insassen von Grini abtransportiert. Die Hälfte der Juden von Oslo, ungefähr 750 Juden, kamen nach Auschwitz. Davon haben 12 überlebt. Es war mein Anliegen, dass Menschen aus Israel und aus aller Welt sich der Wirklichkeit der Katastrophe durch den Prozess annähern. Unsere Jugend muss die Wahrheit erfahren. Nur dadurch wird sie die Vergangenheit richtig beurteilen können. Wieso haben Sie es zugelassen, wie die Lämmer zur Schlachtbank geführt zu werden? Das war eine weit verbreitete Frage. Diese Entgleisung konnte nur durch das Beleuchten der tatsächlichen Ereignisse korrigiert werden. Ich bin schon in Theresienstadt gestorben und meinen Sohn haben sie geführt nach Auschwitz. Dort hat er empfangen die Leute, die man in die Gaskammern geschickt hat, denn er war Musiker, er hat Cello gespielt und da hat man zusammengestellt ein Orchester. Dort hat er gespielt bis zum Jahre 44. Im Jahre 44 ist er getötet worden, ist er in die Gaskammer geschickt worden. Der Nachrichtenabteilung einen guten Tag. Ich bin ein 14-jähriges Mädchen und bin sehr daran interessiert, den Prozessverlauf zu hören, der heutzutage so viel Spannung erzeugt. Ich würde mir sehr wünschen, dass Sie den Prozessverlauf jeden Tag morgens senden. Bin mir sicher, nicht die Einzige zu sein, die darüber mehr erfahren möchte. Vor allem jetzt während der Sommerferien. Mir ist morgens relativ langweilig, sodass ich die Zeit habe, den Prozess zu hören. Ich hoffe, Sie kommen meiner Bitte nach, Tammy Rubinger, Jerusalem. We had in the concentration camp, also in the Yulak, we had an orchestra playing every morning and every evening when we went out to work, when we returned to work, and also when people were taken out to be shot, the orchestra used to have. Gestern, als ich in meiner Freizeit nach etwas Interessantem auf den Kurzwellen suchte, hörte ich Ihren Kommentar zum Eichmann-Prozess. Zuerst muss ich erwähnen, ich bin Belgier. Als politischer Gefangener im letzten Weltkrieg verbrachte ich die letzten Monate meiner Gefangenschaft in Buchenwald, wo es, wie ich mich entsinnen kann, ein Sonderlager für Juden gegeben hatte. Wie Sie merken, bin ich sehr am Eichmann-Prozess interessiert, obwohl ich natürlich dazu keinen direkten Bezug habe wie Ihr Volk. Aber mit meinen Gefühlen nehme ich daran teil. Mehr als die meisten Menschen um mich hier. Ich verspreche Ihnen, ab sofort
werde ich Ihre Sendung regelmäßig verfolgen und hoffe, dass ich in einigen Jahren genug Geld spare, um in Ihr wunderbares Land fahren zu können. Jacques Star, Belgien, 18. April 1961. I cut my veins on my arm and committed suicide. And I was saved by a neighbor doctor from the next house and by my uncle. And the idea was that none of us has the right to commit suicide because maybe you will be the last one to have to carry the name of our whole family and to tell what happened here. Inmitten der Beschreibungen der organisierten, systematischen Vernichtung fragte ich die Zeugen ab und an nach dem Schicksal eines einzelnen Menschen. Dann, plötzlich, wurde das Antlitz eines Unbekannten ins Scheinwerferlicht gerückt, herzzerreißend wie ein Schrei durch die Finsternis der Nacht. Nachdem über sie gesprochen wurde, kehrte diese Figur in die Anonymität des Massengrabs zurück und wurde wieder zu einem Detail in der grauenhaften Statistik des Holocaust. Sehr verehrte Redaktore, Shalom. Offensichtlich ist es euer Wunsch, eine maximale Anzahl von Zuhörern für eure Sendung Prozessjournal zu erreichen. Doch die Sendezeit von 19.15 Uhr ist diesem Wunsch nicht zuträglich. Es ist doch die Zeit, in der die Menschen sich im vertrauten Heim versammeln. Tausende sind auf dem Heimweg, vom Arzt, vom Einkaufen. Und dazu herrscht in jedem Haus zu dieser Zeit große Unruhe. Die Kleinkinder sind noch nicht im Bettchen und alle gesellen sich an den Abendbrottisch. Und es gibt kein Essen ohne ein Gespräch. Demzufolge schlage ich vor, die Sendezeit um einiges zu verschieben, etwa bis um die Abendnachrichten. Michael Fadida, Erzählia. After grinding the bones, we used to put out the ashes in the air so they disappear, plant over the graves back, seed back plants so nobody can recognize whenever it was their grave. An Kol Israel in Jerusalem. Ich wusste gerne den Grund, weshalb sie die Sendung des Eichmann-Prozesses unterbrochen haben. Ich finde, uns steht das Recht zu hören, wie ein solcher Judenmörder zur Rechenschaft gezogen wird. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Solange es die Direktsendung gab, war meine Produktivität wesentlich höher, denn ich strenge mich an, die Arbeit außer Haus bis 9 Uhr zu erledigen. Ich bin Hühnerzüchterin. Während der Sendung stand der Empfänger in jedem Zimmer, in dem ich gearbeitet habe, sogar in die Küche. Ich verrate Ihnen noch etwas. Ich habe alle Socken gestopft. Fast habe ich meine Nachbarn um ihre Socken gebeten, denn ich weiß, die meisten Frauen stopfen Socken ungern. Verzeihen Sie. Aber es stimmt. Während der Pause schaffte ich es, die Eier einzusammeln, so schnell wie noch nie. Denn nie hatte ich es so eilig. Ich wollte kein Wort verpassen. Ich schaffe es nicht, die ganze Zeitung lesen. Ich bin zu müde, um alles zu lesen. Und es gibt ja so viel zu lesen. Während ich lese, kann ich nichts anderes machen. Aber während der Sendung hingegen verpasse ich keine Arbeit. Im Gegenteil, ich suche mir Arbeit, damit ich nicht ohne Arbeit vor dem Empfänger sitzen bleibe. Das erlaube ich mir nicht. Oder besser gesagt, die Arbeit ermöglicht es mir nicht. Schifra Halstuch, Even Juda. Das ist ein Massengrab. Dort ist die erste Grube, das ist bei 150 oder bis 170 Meter der Länge. Kama gviot hayusha. Seinen dort nach aus 10.000 Mann. Hat man gebracht am Mille dort? Ahin? Man hat gebracht am Mille zum Malen die Beine. Noch um Verbrennen ist geblieben die Beine. Seine gestanden in unserer Hebrä. Und man hat gesiebt die Beine. Und dabei haben sie gestanden gleich und zugenommen das Gold. Oder das ist geblieben Gold oder Zähne von den Menschen. Und die Beine hat man gebracht in der Maschine. Was hat gemalt. Und später noch einmal hat man zerfiert die Mehl von den Menschen, die Beine, die Pool, auf die Felder. Sehr verehrte Damen und Herren, ich schreibe hier, dass ich das Radio während der Sendung des Eichmann-Prozesses ausschalten möchte. Wie tausend andere will ich gar nichts von den grauenhaften Sachen hören. Ich will nicht in Ohnmacht fallen, ich habe Schreckenserinnerungen. Ich hoffe, Sie verstehen meine Bitte. Bertha Epstein. Und die Mutter ist gelegen mit dem Kind zum Pony. Das hat unser Gräuel genommen. Ärger wie alle Sachen.
Was mit uns an irgendwen tat es von Kinder? Um sie gedenkt, dass sehr Kinder sicher sind. Tozi Otto, la Shevet bevakasha po baulam. Der Saal war voll, wie an jedem Morgen, wie zu jeder Sitzung. In der Pause erholten sich die Anwesenden etwas, rauchten eine Zigarette, tauschten Eindrücke aus. Wir sprachen einige von ihnen an, um sie zu fragen, was spüren, was denken all diejenigen, die sich die Mühe machen, hierher zu kommen. Ein stämmiger Mann, sonnengebräunt, ein Bauer, kam hierher allein des Prozesses wegen, um zu hören und zu sehen, was man sonst in den Zeitungen liest. Wieso? Ich glaube, das ist einmalig. Jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, sollte den Judenmörder sehen und selber hören, wie es hier vor sich geht, um es sich zu merken. Obwohl es manchmal so scheint, als ob man sich daran gewöhnen würde, wie eine Geschichte, die mal war, die rauf und runter geht. Trotzdem, jedes Mal kommen diese Momente, die mich erschüttern. Unser Gesprächspartner hat Kinder. Auch sie verfolgen mit Interesse den Prozessverlauf. Sie lesen die Zeitungen und verpassen auch nicht dieses Programm, das Prozessjournal. Wie reagieren Sie darauf? Eine Reaktion lautet, wie konnte es sein? Wieso haben die Juden nicht rebelliert? Sie fangen an, sich daran zu gewöhnen. Aber es fällt ihnen trotzdem schwer zu verstehen. Sie, da sie hier geboren sind, vielleicht ist es für sie nicht möglich, nachzuvollziehen, dass man nicht rebellieren konnte. Neben dem Bauern eine Bäuerin aus Kvar-Witkin. Was hat sie zu erzählen? Den Angeklagten zu sehen, das hat uns so aufgewühlt. Und wir alle waren so aufgeregt durch seine Erscheinung. Dass er so mit einer inneren Ruhe unter den Juden sitzt, unter denen, die er vernichtet hat, was er uns alles angetan hat. Und hier eine Frau aus Aschkelon. Sie wollte Zeugenschaft ablegen, schrieb gar das Gericht an. Vor uns rollt sie ihre Geschichte aus, Leid und Kummer. Schließlich sagt sie, ich sag jetzt mal was, als ich im Ghetto war und in den Lagern da hatte ich Momente, ich kannte vielleicht diese ganze Vernichtungsmaschine nicht und als ich Brot hatte und alles und ich dachte auch nicht viel nach und dass es alles so genau war, diese Vernichtung und dass da jedes Detail aufgeschrieben war, dass das macht mir jetzt viel mehr Angst als damals. Und zum Schluss ein Satz von einem Mann aus Hadera, der bereits hier im Lande geboren wurde. Ich bin der Meinung, dieser Prozess schreibt Geschichte für die kommenden Generationen. Auch meine Frau, ebenfalls im Land geboren, wünscht sich sehr, hierher zu kommen. Sie wollte kommen, ich habe sie nicht mitgenommen, leider. Ich glaube, ich muss sie mitnehmen, sodass sie das sieht, da es den kommenden Generationen dienen wird. Diese Woche wurden die Verhandlungen im Eichmann-Prozess wieder aufgenommen. Nun mit den Erörterungen der Verteidigung. Deren erster Zeuge war der Angeklagte selbst. Gestern, nachdem Dr. Servatius, Leiter der Verteidigung, seine Befragung abschloss, eröffnete der Generalstaatsanwalt Herr Gideon Hausner sein Kreuzverhör. Im weiteren Verlauf stellte auch der Richter Benjamin Halevi einige Fragen an den Angeklagten. Ich schwöre bei Gott, dass meine Aussage in diesem Gerichtsverfahren die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit sein wird. In ihrer Vernehmung bei der Polizei, am Ende ihrer ersten Erklärung, sagten sie Folgendes: Es ist mir bekannt, dass ich schuldig befunden werden würde als am Morde Beteiligter. Es ist mir klar, dass ich die Todesstrafe zu erwarten habe. Ich bitte auch gar nicht um Gnade, denn es steht mir nicht zu. Sie sagten, dass sie bereit wären, sich selbst zu erhängen, um damit für die furchtbaren Verbrechen zu sühnen. Sind Sie bereit, dies hier vor dem Gerichtshof zu wiederholen? Zu dieser Aussage stehe ich auch heute noch. Sie geben also zu, dass Sie an dem Morde von Millionen von Juden beteiligt waren? Nein, das kann ich nicht zugeben. Der Fürst der Finsternis ist ein Edelmann, entsann ich mich Shakespeares Worte in King Lear. Schärfer
beurteilen muss, weil ich... Ohne Uniform, ohne die Stiefel und deren zusammenschlagenden Hacken sah Adolf Eichmann grau und fade aus. So wie die anderen Nazi-Größen auf der Anklagebank. Meine Frage ist nicht juristisch. Fühlen Sie sich schuldig an der Beteiligung am Mord von Millionen von Juden? Menschlich schuldig, ja. Weil ich an der Deportierung schuldig bin. Ich habe hier einen Eid geleistet, dass ich die Wahrheit sage. Und ich bin befleißigt und prüfe mich jeden Abend. Habe ich die Wahrheit gesagt oder habe ich ein einziges Mal die Unwahrheit gesagt? Genauso habe ich auf dem Standpunkt gestanden zu jener Zeit. Eid ist Eid. Weil ich einen Eidbruch als das schlimmste Verbrechen und Vergehen betrachte, dessen sich ein Mensch überhaupt schuldig werden kann. Ein schlimmeres Verbrechen als der Mord an 6 Millionen, darunter 1,5 Millionen Kinder, richtig? Nein, das natürlich nicht, aber damit bin ich ja nicht befasst worden. Ich bin mit der Vernichtung nicht beschäftigt gewesen. Sie sehen, dass Sie hier nicht mit den Methoden der geheimen Staatspolizei verhört worden sind und dass das Gericht nicht einem Volksgerichtshof ähnelt. Jawohl, das habe ich bemerkt. Wenn Sie sich also jetzt ernstlich ins Gewissen nehmen, müssen Sie dann nicht zugeben, dass Ihnen die Zivilcourage gefehlt hat? Die hat mir genauso gefehlt wie vielen anderen, wie dem ganzen Heer, wie dem Großteil der Uniformierten. Und was Sie Idealismus nennen, Sie nennen sich einen Idealist, auch für jene Zeit, jawohl, das bestand darin, das, was von oben befohlen wurde, möglichst gut und vollkommen auszuführen. Ich verstand darunter den gepredigten Nationalismus anzuhängen und als Nationalist gemäß meinem Eid meine Pflicht zu tun. Das verstand ich darunter. Und es ist mir heute klar, dass jeder Nationalismus in seiner überspitzten Form zum krassen Egoismus führt und von dort aus ist es zum Radikalismus nicht mehr sehr weit. Damals war es sehr schwer für den Einzelnen, die Konsequenzen zu ziehen. Heute frage ich Sie, haben Sie heute den genügenden Mut, für Ihre Taten einzustehen? Ich muss hier unterscheiden zwischen dem, was ich getan habe, und dem, was ich nicht getan habe, was mir aufoktroyiert wird. Und dann ist hier die Frage zu beleuchten, nachdem ich kein Befehlsgeber war, wie gut, beispielsweise Endre und Winkelmann, sondern als Befehlsempfänger, wenn das heute strafbar ist, dann muss ich eben die Konsequenzen ziehen und muss die Strafe annehmen. Seit dem Tag meiner Befreiung aus Bergen-Belsen, als ich ein 14-jähriges Mädchen war, sann ich auf Rache für den Tod meiner Eltern und gesamten Familie, ohne zu wissen, was Rache bedeutet. All die Jahre war ich ohnmächtig. Und nun, da ich dem Prozessverlauf zuhöre, spüre ich eine gewisse Erleichterung. Gestern verkündete der Staatspräsident, er habe sich entschieden, von seinem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch zu machen, womit er Eichmanns Bitte um Begnadigung abgewiesen habe. Gestern um Mitternacht im Gefängnis von Ramle wurde Adolf Eichmann durch den Strick hingerichtet. Der Hinrichtung wohnten 10 Personen bei, außer der Gefängnismannschaft, die das Urteil vollzogen hat. Heute früh um 4.35 Uhr wurde seine Leiche eingeäschert. Die Asche wurde an Bord eines Polizeischiffes gebracht, um dann auf hoher See verstreut zu werden. Brasilien, die Sowjetunion, Uruguay, Chile, Argentinien, Ungarn, die Tschechoslowakei und Jugoslawien sind auf dem Weg zum WM-Viertelfinale. Viele europäische Fußballexperten haben sich gestern auf die Schultern geklopft. Adolf Eichmann, ein Hörprozess. Ein dokumentarisches Hörspiel von Noam Brusilowski und Ofer Waldmann. Mit Walter Kreier als Leiter der Nachrichtenabteilung, Dirk Müller als Radiosprecher von Kol Israel, Veit Schubert als Generalstaatsanwalt Gideon Hausner und Shelley Kupferberg als Dolmetscherin. Sowie Axel Sichrowski, Vanessa Berbo, Ramona Olasch, Aviram Edri, Orit Nachmias, Benny Claessens, Rainer Selin, Jaron Löwenberg, Jeva Lapska, Helene Lilienvogt sowie
Guy und Tamar Aviad. Für die Verwendung der O-Töne danken wir dem israelischen Staatsarchiv und dem Archiv der Israeli Public Broadcasting Corporation. Ton: Kaspar Wollheim und Katrin Witt. Regieassistenz: Andrea Andrisevic. Dramaturgie: Juliane Schmidt. Regie: Noam Brusilowski. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2021.